Moin und willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und dann würde ich sagen, geht's weiter nach dem Intro. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir packen noch mal aus, was wir hier drin haben. Ich glaube, ihr könnt das schon sehen. Insta 360 X4. Ich packe das mal alles aus, was hier im Karton drin ist. Hier seht ihr einmal die Insta 360 X4. Die packen wir gleich separat aus. Hier haben wir die Schutzkappen. Das zeige ich auch gleich noch. Und ein Selfie-Stick von Insta. Aber das machen wir jetzt Schritt für Schritt. Ja, dann nehmen wir erstmal die Folie ab. Das schauen wir dann mal nach. Ja, das gibt ja nun verschiedene Bundle-Pakete. Ich habe mich jetzt für dieses entschieden. Ich habe auch jetzt keine Micro-SD-Karte dabei, weil ich habe so viele. Deswegen wollte ich das keine extra kaufen. Wir wollen aber mal reinschauen. Fühlt sich ein bisschen gummiert. So. Ja, hier haben wir die Insta 360 X4. Steht auch schon drauf. Also die hat schon echt Gewicht. Aber wir gehen erstmal weiter rein. Was gibt es hier noch? Also gut, viel dürfte es ja nicht mehr sein. Der Papierkram ganz normal. Und hier haben wir auch noch mal die Schutzkappen. Oh, die Schutzkappen. Hier ist dann noch die Aufkleber. Finde ich auch nicht schlecht. Aber packen wir mal beiseite. Ja, hier haben wir dann noch die Tasche. Machen wir beiseite. Ja gut, hier gibt es dann auch noch ein bisschen was drin. Eine Halterung. Das ist auch meine erste Insta 360 und ein USB-C auf USB-C, was ich sehr gut finde, und ein Putztuch. Denn wenn ich an die GoPro denke, ich will sie nicht schlecht reden, aber da ist USB-A auf USB-C. So, dann packen wir mal den Karton beiseite und kommen gleich zum nächsten Karton. Da brauche ich dann nochmal die Schere. Wollen wir mal gucken. Und auf. Und nochmal auf. Auch nett eingepackt. Oh, das fühlt sich ja schon mal ganz, ganz anders an. Ach, das ist eine Schutzkappe. Dann kommen wir noch dazu. Und dann war da ja noch ein Selfie-Stick. Der ist aber nicht ganz so lang. Ja, der ist nur so um die knapp 120 cm. Fühlt sich nicht klar wertig an. Also ich werde die auch vergleichen mit der GoPro Max. Und dann ja, gucken wir uns die Kamera an. Oh ja, der fühlt sich richtig, richtig gut an. Dann wollen wir mal gucken. Ist der Akku voll? Ich sollte es vielleicht auch richtig machen. Ja, also ein sehr schönes Display, schön groß, aufgeräumt. Nein, nicht italienisch. So, die Sprache.
Also dann noch verbinden, weiter. Und dann werde ich sie jetzt mal einrichten. Und dann gucken wir uns das gleich weiter an. Ja, ich habe die jetzt eingerichtet, muss die jetzt nochmal einrichten, weil es ein Firmware-Update gab. Und dann gehen wir hier auf weiter. Linsenschutz anbringen. Ja. Entfernen der Linsenschutzes. Verstanden. Dann kann man jetzt hier so die Einstellungen machen, was ich echt auch sehr schön finde. Hier habe ich auch die Möglichkeit, Bluetooth-Geräte, Kopfhörer zu aktivieren. Das werde ich auch mal in einem separaten Video machen. Ich will die jetzt mal ein bisschen testen. Und ich werde sie auch im Test vergleichen mit der GoPro Max. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer Techtief. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann ein Daumen hoch, liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, 3 Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer Techtief.